Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Rockers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich und schön, dass du wieder hier bist. Das freut mich ganz, ganz besonders. Ja, beim letzten Mal haben wir jetzt hier die Plattenproduktion aufgebaut. Da müssen natürlich noch Leutchen hin, etc. pp. Die müssen wir hier noch rankarren. Und natürlich muss hier auch noch ein passendes Freilager hin. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier ein passendes Freilager hinbauen können. Wir haben doch ein Mod. Wir haben doch Lager. Wir haben doch große Lager. Wir haben doch richtig große Fleischlagerung. Warenhaus, Warenhaus, Kornspeicher. Nein, natürlich nicht. Großer Rohstoffspeicher. Großer Rohstoffspeicher. Kleiner Rohstoffspeicher. Freilager groß. 3900. Jawohl. Jawohl ist das. Mit Zuganschluss. So wie die es haben, so muss es sein. Das können wir jetzt nämlich hier hinbringen. So, das können wir hier hinbringen. Dann werden wir das mal überlegen, dass wir das so anschließen möglichst. Oder wir gehen nach oben, bauen das so ran. Weil von hier unten soll ja dementsprechend hier auch noch was kommen. Das passt nicht so ganz. Machen wir das Freilager dran. Dann haben wir hier die Platten. Dann haben wir hier die Platten. Und den geben wir. So, warte mal kurz. Sag mir nicht, dass wir hier nicht wieder rankommen mit den Dingern, ey. Dann drehe ich am Rad ab, das schwöre ich euch. Wollen wir ganz kurz den da wegmachen. Kriegen wir dich da irgendwie ran? Ja gut, dann machen wir es halt so. Nicht schön, aber selten. So, übergeben wir an unser Bauwerk, an unsere Arbeitskräfte. Die sollen das ruhig bauen. Dann haben wir hier das Freilager. So. Jetzt die Verbindung. Kein Problem, ne? Da können wir dann die Platten rüberschubsen. Dann werden die Platten darüber geschubst. Okay, das müssen wir jetzt hier fertig bauen. Kostet nur noch 39.000. Das ist erstmal ein normales Freilager. Das werden wir aber dann benutzen, wenn wir hier nochmal umbauen. So, hier ist natürlich kein Arbeiter. Das heißt, wir brauchen jetzt hier auch nochmal, wenn wir gerade dabei sind, schon mal eine Station für Mod. Warte mal kurz. Mine, Farm, Monument, Plattformstation. Okay, dann machen wir mal eine Road Rail Station. Nee, finde ich doof. Bushaltestelle brauchen wir hier eigentlich auch nicht. Zugplattform brauchen wir eigentlich. Nur eine einfache eigentlich. In der Theorie, wir brauchen da, dass wir die da ranbekommen. Das ist ja richtig niedlich. Jetzt schon irgendwie ein bisschen was mit ein bisschen mehr Stil, sag ich mal. Nicht schlecht, aber auch nicht so schön. Da geht noch mehr. Ja, das ist schon eher was, ne? Hier, wenn wir die ganzen Leute rankarren würden. Ranzoomen. Müssen aber auch bedenken. Müssen bedenken, den können wir wegmachen. Das ist nicht das Problem. Hier muss ja auch noch was raus. Das ist, muss auf die Güterstrecke. Das heißt, wir würden ja kreuzen. Wenn die da geradeaus gehen. Muss einer irgendwie... So, ein bisschen drehen. Drehen wir ein.
So. Wie gesagt, das hier ist wirklich Güterstrecke. Das wird riesig hier. So, dann können die auch zur Not hierhin eiern. Ja, dann können die, wie gesagt, da drauf. Da können sie, wenn sie Bock haben, da. Und das hier scheint mir irgendwie ein bisschen verwirrend. Da ist nichts. Bisschen komisch. Gut. Auch das wird ans Bauamt, soweit es geht, übergeben. Jetzt können wir hier mal Sachen einlagern. Für Ressourcen kaufen. Holen wir mal ein bisschen was. Platten müssen wir noch ein bisschen. Ziegel müssen wir noch ein bisschen. Holz noch. Bretter. So, damit unsere Baufahrzeuge jetzt nämlich endlich weitermachen können. Stahl. Bretter. So, haben wir einen. Dann können die jetzt nämlich loslegen. Und können den Rest fertig bauen. So, Fertigbaupaneele und Bretter. So. Und damit können wir jetzt unsere ganzen anderen Gebäude hier fertig bauen. Und kriegen so ein bisschen Money rein. Hoffe ich doch mal. Sieht's aus. Fahrt ihr los? Wir fahren los. Sie ziehen los. Ja, es ist auf jeden Fall Bewegung drin. Ja, jetzt ist auf jeden Fall richtig Bewegung hier drin. So, schnell noch was machen. Upgraden hier. Bau das fertig. So, dann sind sie ein bisschen schneller unterwegs. Ja, nächste Aktion ist, das Lager füllt sich. Das kostet uns natürlich unheimlich Geld. 430 Tonnen, mal ein bisschen weniger. Also so viel brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ja. Damit können sie loslegen. Hier geht es auch los. Wir können nicht lagern. Asphalt, ja, ist klar. Wir brauchen es ja auch gerade nicht. Da kommt die ganze Kolonne an. Guckt euch das mal an. Jetzt geht's los hier. Also wollen sie alle bauen. Jetzt holen sie die Materialien. Und dann geht's hier los. Dann geht's hier rund, sage ich euch. Dann geht's hier richtig rund. Hoffe ich doch zumindest, dass hier was passiert. Keine Arbeiter, Baufahrzeuge, Ressourcen, Kies. Kein Bauamt zugeordnet. Da willst du mich verkackeiern? Warum denn nicht? Keine Straßenverbindung mit dem Baubüro. Okay. Wir haben zwar eine Verbindung, wir können überall langfahren, aber ist egal. Na gut, dann bauen wir es halt so. Wie sieht es mit dir aus? Ja, hier machen sie auch Stress. Dann bauen wir die Straßen halt selber. Mein Gott. Keine Arbeiter. Nicht zugeordnet. Oder sind halt momentan ein bisschen überlastet. Das kann auch sein. Durchaus. Durchaus möglich. Weil die müssen jetzt mehrere Dinger anfahren. Ne? Also da müssen sie schon ein bisschen aufpassen. Das klappt aber. Züge fahren jetzt momentan problemlos. Das ist schön. So, hier hinten geht es jetzt auch weiter. Hier laufen sie alle hin. Und hier geht es jetzt weiter. Ziegel, Bretter, Stahl. Das Zeug kommt an. Die werden es bauen. Alles läuft nach Plan. Sehr gut. So, hier, wie sieht's hier aus? Okay. Dann machen wir mal Folgendes. Werden wir hier auch nochmal arbeiten. Damit. Vielleicht aber auch so. So, ein bisschen drehen. Sagt ein bisschen drehen, nicht komplett drehen, nicht durchdrehen.
Dann können die nämlich auch mit dem Zug fahren und zur Not, ne, ob wir da durchkommen. Zur Not. Achso, das ist nur. Okay, dann macht er ein bisschen Stress. Dann nehmen wir ein bisschen großzügiger in Abstand, machen wir es halt so. Ah, zack, machen wir so. Müssen ja auch an Dollar kommen. Na, da habe ich mir auch schon überlegt, das Ganze werden wir dann bauen lassen von unseren Streckendingern. Wahrscheinlich Richtung hier hinten, wo unsere Stromtrasse langführt, dass wir das auch hier auf jeden Fall exportieren können. Also hier wird auf jeden Fall groß Import-Export sein. Öl wäre natürlich auch eine wichtige Sache, dass wir da ranbekommen. Was willst du denn? Du willst... Okay, bau das mal. Jetzt habe ich hier eine einfache Dings genommen, ne? Wollte ich nicht. Hier in der Stadt soll es schön sein. Das bauen wir fertig. Ja, so ein bisschen, ne? Wird es ein bisschen eng langsam. Wir brauchen ein bisschen Money. Richtig guten Money. So, dann gehen wir hier lang und bauen hier möglichst parallel und die anderen sollen dann darüber gehen. Die werden wir erheben. Und jetzt gehen wir mit einer Schleife. So, dann können wir die da transportieren. Das kostet 117.000. Oder wir machen es mit Dollar. Nehmen wir die Dollar. Davon haben wir ein bisschen mehr. So, Problem ist, wir haben natürlich jetzt hier auch noch das Thema Weichen. Kostet auch nochmal 15.000. Ja, wir haben es ja dicke momentan. Absolut dicke. Na komm. Oh, das passt. So, das passt auch. Das ist in Ordnung. Dann brauchen wir hier auch noch eine Weiche. Dich finanzieren wir auch mit Dollar. Wie gesagt, langsam gehen uns die Dollars aus. So, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist hier los? Warum ist das nicht angeschlossen? Na gut, wir haben eh keinen Strom gerade drauf. Chain-Signal. Warte mal, wir haben hier, wir haben da. Dann brauchen wir eigentlich... Ich kann es jetzt gerade so schlecht sehen, wegen den ganzen Symbolen. Aber dann kommt wieder das Chain-Signal, das ist okay. Dann machen wir halt nur eine relativ kleine Blöcke. Das ist aber okay, das reicht vollkommen aus. Oh, hinher, hinterher. Okay, das sollte eigentlich ohne Probleme laufen. So, unsere Konstruktionsfahrzeuge fahren, das ist gut. Ich wünschte, das würde hier schneller gehen, ne? Ganz ehrlich. Der ist fast voll. Ja, da müssen wir echt umrüsten. Ja, es wird hier fast fertig gebaut. Guck mal. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, bleibt uns das Problem, dass wir hier auf die Strecke müssen, um das für Rubel zu exportieren. Gleichzeitig müssten wir aber auch auf die Strecke dann rüberkommen. Damit wir das in den Westen exportieren. Haha. Ja, das ist doch schon mal eine geile Sache. Ich weiß nämlich noch nicht, wie wir das anstellen sollen. Hier durchzukommen geht mit Sicherheit nicht. Da durchfahren möchte ich eigentlich nicht.
Blöde Dunkelheit. Ich mach mal schneller, damit wir ein bisschen was sehen. So, wenn die dann hier laufen, ist auch die Produktion mehr angegeben, etc. pp. Auf jeden Fall ist hier gut Gedränge. Die fahren auch alle hier hin, das läuft. So, keine Sorge, der Part ist noch nicht zu Ende. Ganz so schnell machen wir es nicht zu Ende. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt anstellen, schlau anstellen möglichst. Hier ist die Weiche. Ich meine, darauf zu kommen, relativ easy, wenn wir uns hier zwischendrängeln würden. Ich kann da rausgehen. Ich kann da auch rübergehen. Aber ich möchte natürlich auch irgendwo eine Weiche haben. So, Weiche. Was bauen wir hier? Bauen wir da. Bauen wir jetzt hier die Weiche ein. Bahnübergang nicht erlaubt. Ach komm, du bist doch besoffen. Ja, manchmal macht das nicht gleich lang, ne? Seht ihr ja. Das ist, naja, halb so wild, sage ich mal. Obwohl ich es eigentlich parallel, glaube ich, besser gefunden hätte, aber dann würde ich... Warte mal kurz, das gefällt mir nicht. Also momentan sind unsere beiden Dingsbums noch vollkommen ausgelastet. Unsere beiden setzen wir gleich schon mal. Really? Weil ich da rangehe, kann ich da gar nichts draufsetzen. Was ist das für eine Logik? Was ist das für eine Logik? Das ist doch Blödsinn. Das ist doch doof. Ja, machen wir es so. Machen wir es so. Dann haben wir aber einen Schwung drin. Das sieht auch doof aus. Wegmachen. Danke. Ich will hier ohne Schwung daran. Und dann ist das wieder nämlich so, dass es wieder da reingeht. Warum auch immer. Weg. Weg. So. Verbindungswinkel zu scharf. Du sollst ja nur gerade machen. So, machen wir so. Ja, sieht besser aus. Ja, auf Länge ziehen. Mehr geht nicht. Ah, da meckert er wieder rum. Ah, das geht. Ja, ja, kann kein Signal setzen. Das geht auch. Jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz eingreifen. Und wirklich mal von der Höhe machen. So, sieht besser aus und funktioniert auch besser. So, das passt auch.
Haben wir gleich schon mal das gelegt, dann haben wir das schon mal vorbereitet. Wie sieht's denn aus mit unseren Häusern? Ja, die sind doch fast fertig. Viel fehlt nicht mehr. Viel fehlt nicht mehr, aber wo bleiben unsere Kohlesachen? Mein Gott. Es ist auch eine Mega-Strecke, ne? Das darf man nicht vergessen. Zwei Züge. Der dritte kommt jetzt. 10.000. Ja, Kohle bringt es nicht mehr, ne? Kohle ist so eine Sache jetzt mittlerweile. Okay, die neue Tram ist auch da. Schön, schön. Jetzt kommt ein bisschen wieder was rein. Hundert Prozent voll. Alles voll. Tja, und die holen natürlich hier fleißig ab, was sie brauchen. Was uns im Endeffekt aber gut Kohle kostet. Und der fährt. So, im Großen und Ganzen können wir dann hier quer drüber ziehen. Damit drauf schließen. Müssen natürlich nur noch einen Weg finden, das Ganze dann irgendwie hier elegant in den Westen zu bekommen. Aber na gut, das werden wir sehen. So, wir machen mal jetzt folgendes. 140, 135, 121. Nehmen wir die. Was ist denn? Auf Brückenpfeiler können nicht aufgrund der Infrastruktur. Ach, ihr seid doch bescheuert, ey. Ganz ehrlich, das ist doch Blödsinn. Das lässt er mich da nicht machen. Ich will das aber nicht kreuzen, ne? Das ist der einfachste Weg. Das nochmal wegzumachen. Und das dann nochmal neu zu legen. Wenn wir da mit einer Brücke rübergehen. Gehen wir mit denen jetzt straight rüber. Ja, dann haben wir einmal Zement, einmal Anlieferung plus Abtransport von weiteren Waren bzw. Platten, die wir dann hier auch wegbringen könnten. So, das ist das. Ein Gebäude brennt. Nein! Stromtransformator. Ah! Das ist übel. Wir haben nämlich nichts in der Nähe. Wir haben nichts in der Nähe. Irgendwann muss das ja mal passieren, ne? Irgendwann muss das ja passieren. Gut, dann machen wir es mal anders. Der brennt, das ist der Stromtransformator. Machen wir uns mal... Da ist das und der ist das, okay. Ja, dann machen wir mal folgendes schnell. Dann bauen wir hier jetzt nochmal was hin. Mod, ja, komm, Feuerwehr. Rick. Ja, mach mal eine moderne ruhig hier hin, so ein bisschen. Muss natürlich auch von unseren Leuten erreichbar sein. Hier wäre es wahrscheinlich noch erreichbar. Ich würde mal darauf wetten, dass es soweit ist. Ich denke mal, dass es soweit ist. Okay, bauen. Komm, hilft nichts. Ich glaube nicht, dass unser Feuerwehr das hier erreicht, dass es abdeckt. Ja, da hinten kommen sie. Wird eng. Ich
glaube nicht, dass sie es packen, weil die müssen ja komplett hier einmal rüber. Das ist ja das Problem. Na, das ist... das ist echt das Problem. Die ist jetzt nur vorübergehend da, aber Hauptsache sie ist erstmal da. So, Fahrzeuge. Stufe 5. 12. 10. 8. 4. 13. Benötigt Feuerwehr, Leute. Ja, ist klar. Ah. Stress gerade. Stress, Stress, Stress. So, okay, mach das mal. Ja, die kriegen die Leute auch. Brauchen nur ein paar Leute, die sich auch aufteilen, ne? Ah, da teilt euch mal da noch ein bisschen auf und ich hoffe, jetzt kommt ein Schwung Leute ran hier. Mal sehen, was zuerst da ist. Ob das Ding abbrennt oder ob die es noch schaffen. Weil die sind echt ein bisschen lahmarschig. Die fahren auf Reserve. Eieieiei. Die fahren ja auf Reserve. Ja, ob sie das erreichen? Jetzt kommen die anderen. Hat keine Arbeiter an Bord. Das ist gerade... Nee, nee. Ja, komm. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Ja, sie schaffen es. Ich werde irre. Sie haben es noch geschafft. Sehr geil. Feuer gelöscht. Gerade noch rechtzeitig. Ja, jetzt warte mal ganz kurz. Stopp. Wir brauchen nochmal eine Tankstelle hier. Tanke, 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 tanke. Tanke, tanke, tanke. Achso, ist eine Durchfahrtstanke. So, baut mir auch das nochmal. So, baut das fertig. So. Alles klar. Benötigt Feuerwehr, Leute, ja. Dann macht mal, Freunde, macht mal. Aber, liebe Freunde, wir sind für heute erstmal durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen nach oben und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.